Ich meine, was machen Sie hier? Die Legion hat unten bei Cottonwood Cove eine wichtige Furt. Deshalb beobachten wir sie von hier oben aus. Wenn McCarran uns mehr Leute schicken würde, könnten wir mehr machen, als nur zu beobachten. Gab es in letzter Zeit viele Gefechte hier? Meistens nur Geplänkel. Die Überfallkommandos der Legion ziehen sich für gewöhnlich zurück, sobald sie feststellen, dass sie es mit uns zu tun haben. Warum brauchen sie Verstärkung? Die Legion schickt in letzter Zeit eine Menge Überfallkommandos über den Fluss. Wir haben hier nicht genug Männer, um alle abzufangen. Auf Wiedersehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Mach ich niemals. Wer bist du? Anker Ranger, okay. Wer bist du? Normaler Ranger. Ranger. Guten Morgen. Mit wem muss ich... Mit dir bestimmt. Guten Morgen. Kommunikationsoffizier Green. Ich frage mich schon, was ein Zivilist hier zu suchen hat. Zivilist, bitte. Ich habe hier aktualisierte Funksicherheitscodes von Sergeant Wraith. Was? Schon wieder? Habe ich die nicht gerade erst geändert? In Ordnung. Gut, zeigen Sie mir die neuen Codes. Was ist das für ein Ort? Ein Militäraußenposten der Ranger. Wir behalten die Legion-Aktivitäten südlich von hier bei der Cottonwood Cove im Auge. Im Moment passiert da unten nicht viel. Nur der übliche Sklavenhandel. Arme Schweine. Jo. Die RNK lässt zu, dass die Legion Menschen versklavt. Glauben Sie mir, ich hätte nur allzu gern den Befehl, Cottonwood Cove auseinanderzunehmen und die Legion über den Fluss zu jagen. Aber die da oben in McCarran wollen nicht, dass wir Ressourcen auf etwas verschwenden, das sie für ein kleines Ziel halten. Also schauen wir nur zu. Weiß die Legion, dass sie von hier aus beobachten? Zweifelsohne. Aber Ranger sind harte Nüsse. Und eine kleine Streitmacht für einen Überraschungsangriff würde nicht heil von hier wegkommen. Andererseits werden wir die Legion sehen, wenn sie ihre volle Offensive startet. Dann fallen wir zurück und warten auf Verstärkung. Clever. So wissen wir, was sie machen, und sie wissen, was wir machen. Also sitzen wir nur rum und behalten uns gegenseitig im Auge. Sie starren einander an. Yep. Oh Gott. Ja. Typisches Leben eines Rangers. Anscheinend. Ab zurück nach Camp Fallen Hope, da hier auch gleich eine Ranger-Station ist. Hi. Wer spricht da? Vorsicht! Was zur Hölle? Gehst du jetzt Selbstmord oder was? Geht mit dir jetzt ab? Hey! Hey! What the fuck? Was ist falsch mit dir? Okay. Hier sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Das sieht hier ziemlich verbombt aus. Ziemlich doll. Wir brauchen aber erstmal was zu trinken, sehe ich gerade. So. Ein bisschen aufbereitetes Wasser reicht. Vollkommen. So. Ich muss mal den Camp von Hope Brief lesen, wo ich da auch erst lieber alle Teile will. Bestimmt zu... Wieso rennt der jetzt schon? Genau, wir wollten nochmal zu den Medics. The fuck? Hab ich mich erschreckt. Dr. Richards. Einem hübschen Gesicht kann ich einfach nicht widerstehen. Was kann ich für Sie tun, schöne Frau? Bin Kerl. Die Lage hier sieht ziemlich hart aus. Die Menschen führen seit unzähligen Jahrhunderten gegeneinander Krieg. Die Gegenwart macht da keine Ausnahme. Die Leute kämpfen und sterben für das, woran sie glauben. Ich bin nur hier, um sie wieder zusammenzuflicken, damit es weitergehen kann. Sie scheinen sich gut zu schlagen. Ich tue mein Bestes angesichts der traurigen Lage, in der ich mich befinde. Die Ausrüstung und Medikamente hier reichen kaum, um die aktuellen Verwundeten zu versorgen. Jetzt sieht es darüber hinaus auch noch so aus, als würde jemand meine Vorräte stehlen. Ich weiß wer. Wie kommen Sie darauf, dass jemand die Vorräte stiehlt? Ich habe nicht mehr so viele Vorräte, wie ich haben sollte. Ich war sparsam mit ihnen und es sollten definitiv noch mehr übrig sein.
Leider habe ich nicht die Zeit für eine Suche nach den fehlenden Vorräten, da ich mit den verwundeten Soldaten alle Hände voll zu tun habe. Ich kann der Sache für Sie nachgehen. Das wäre definitiv eine Hilfe. Vielleicht können Sie sich umhören und nach ungewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Ich weiß, wer es war. Alter, ist jetzt gut, ihr seid alle tot. Bilde ich mir das ein oder ist es gerade ein bisschen heißer hier drin geworden? Was kann ich für Sie tun? Also zwei Sachen. Erstens, ich bin keine Frau. Und zweitens, wenn ich in den Raum komme, ist es immer heißer. Ich wollte mit Ihnen über die verschwundenen medizinischen Vorräte sprechen. Sie haben also herausgefunden? Na, ich bin noch nicht so weit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas herausfinden. Ich weiß, wer es ist. Ah, meine kleine Butterblume. Was kann ich für Sie tun? Ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Meine Fresse. Ich stelle ein paar Fragen an Sie. Was wollen Sie denn wissen? Einiges. Fuck it. Na gut. Weg. Ich will ihn behandeln. Ach, fuck it. Das haben wir gleich. Was macht ihr? Du, Private Stone. Ne Ble... Nimm das. Welcome to the Wasteland, wo eine kleine Fliege ein ganzes Camp in Terror versetzt. Ich habe von Ihnen gehört. Wollten Sie mal vorbeischauen, um uns Fußvolk ein wenig auszuhelfen? Wo liegt das Problem? Mein Problem? Mein Problem ist, dass wir alle sterben werden. Wir haben keine Nahrung, keine Leute und keine Zeit mehr. Die Legion wartet da draußen nur darauf, uns alle umzubringen. Und? Heute, morgen, spielt keine Rolle, wann es soweit ist. Aber wir werden hier alle sterben. Also lassen Sie mich einfach in Ruhe. Also erstens, jeder wird sterben. Kann man nicht ausweichen. Außer man ist Mr. House und hat so eine komische Maschine. So. Zweitens, wenn du sagst, dass die Legion dich umbringen soll, dann, ich weiß nicht, kämpf dafür, dass es nicht geschieht, bring sie erst um und dann haben sie keine Möglichkeit mehr, dich umzubringen. Also, nee, du verbreitest ganz böse Chakra. Oh Gott. Wissen Sie etwas über Dr. Richards fehlende medizinischen Vorräte? Fehlende medizinische Vorräte? Nein, darüber weiß ich nichts. Ja. Okay, trotzdem vielen Dank. Klar, sicher, kein Problem. Auf Wiedersehen. Ja, was auch immer. Und das war schon wieder mein Handy. Meine Fresse. Echt, was habt ihr nur gegen Fliegen? Ich meine, gut, sie sind nervig, aber sie machen nichts. Sie tun nicht mal weh. Die bescheißen dich, sprichwörtlich. Das war's. Es ist halt New Vegas, ne? Welcome to New Vegas, wo eine Fliege ein ganzes Camp in Terror versetzen kann. Da hinten sehen wir schon was, was sehr an einen Damm ansieht ist auch schön. Sieht auch nicht schlecht aus. Obwohl es ein bisschen komisch ist, so eine Ranger-Station hier. Ich meine, man hat ja keinen Überblick über nichts. Man hat ein kaputtes Haus, das ist doch was. Hi. Schiffer! Ich darf Zivilisten hier eigentlich nicht rumlaufen lassen. Ich hoffe, dass Sie einen guten Grund haben, hier zu sein. Ich habe Funksicherheitscodes, Updates von Sergeant Race in Camp Fallen Hope dabei. Okay, sagen Sie Reese, dass diese Station sicher ist. Dem Reese. Ich würde gern mehr über die Ranger erfahren. Naja, wenn es Ärger gibt, mit dem normale RNK-Soldaten nicht fertig werden, schicken Sie einen Ranger. Problem gelöst. Wir sorgen außerdem dafür, dass die Grenzen der RNK sicher sind. Erkunden Bedrohungen, solche Sachen. Was machen Sie hier? Ich bin für den Funk verantwortlich. Daher auch Kommunikationsoffizier. Ich wäre lieber auf Patrouille, da hier nicht wirklich viel los ist. Okay. Sir. Madam. Gewehrkoffer. Mal schauen, was drin ist. Na, nichts Gutes. Schade.
Aber hier muss doch irgendwo noch einer sein. Ah, nee, das ist Boon. Da hast du dich versteckt. Gern kämpfe ich an ihrer Seite. Nee, du bist ein anderer. Hä? Ist hier nur Reeds? Bisschen mau oder nicht? Hm. Naja, auch egal. Wir haben hier noch eine. Direkt am Campingplatz. Ich gehe vom 188. Handelsposten aus. Lohnt sich, glaube ich, am meisten. Jo, dürfte sich am meisten lohnen. Da ist Boulder City, also dürfte gleich dahinter wird sein, die Station sein. Um mal den Satz ordentlich zu beenden. Und auch wenn es mal ein bisschen, ja, actionlose Folgen sind, gehört dazu, wer damit nicht klarkommt. New Vegas ist nichts für dich, tut mir leid. Für alle anderen ist es eigentlich ein recht großes und gutes Spiel, wobei Fallout 3 mir mehr gefällt von der Atmosphäre her. Aber das tut jetzt nicht zur Sache, wir sind in New Vegas. Punkt. Und ich laufe gegen den Stein, logischerweise, weil das macht man halt so, ne? Man läuft gegen Steine und ja. Warum? Fragt ihr? Naja, wenn einem langweilig ist, dann läuft man halt eben gegen Steine. Alter, was explodiert hier die ganze Zeit? Ich höre nur bumm, bumm, bumm. So, da hinten sind ein paar Lake Lurks. Sind aber erstmal unwichtig, denn wir müssen hierher. So, Mädel, du bist ein normaler Ranger. Du bist kein normaler Ranger. Da. Nee, Ranger Linehome. Das hier ist ein militärischer Außenposten. Warum sind Sie hier? Gibt es hier interessante Orte? Kennen Sie die Geschichte von dem Bomber, der vor dem Krieg in den See gestürzt ist? Angeblich ist er nach all der Zeit immer noch weitgehend intakt. Interessant. Sie sind also ein Ranger. Seit ungefähr 10 Jahren. Die härteste Ausbildung meines Lebens. Und der Tag, an dem ich meine Marke bekam, war der schönste meines Lebens. Wussten Sie, dass die erste Schlacht am Hooverdamm von den Rangern gewonnen wurde? Die Legion hatte mehr Leute, aber wir waren besser. Ausbildung vor Masse, ne? Was machen Sie hier? Die Ranger-Station Alpha war früher der vorderste Außenposten der RNK. Als wir den Damm übernahmen, erhielt die Station eine unterstützende Rolle. Okay, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dass sie überhaupt nicht interessiert, dass ich die Antwort nicht gegeben hat. When you steal NCR equipment, tools and personal property, you are his bitch. Fuck, ich hab was gestohlen. War hier nicht auch gerade? Die ist verschlossen. Krieg ich Erfahrung, also mach ich's auf, logischerweise, ne? Ja, bringt mir aber nichts. Okay. Castillo. An diesem Posten sollten keine Zivilisten sein. Jetzt bin ich aber hier, Pech gehabt. Ist hier etwas Besonderes los? Das Übliche. Legion-Kundschafter versuchen ab und zu über den Fluss zu kommen. Aber dann treiben sie ihn doch nur mit einem Loch im Kopf runter. Sergeant Reese aus Camp Fallen... Nochmal. Sergeant Reese aus Camp Fallen Hope hat mich mit neuen Funksicherheitscodes abgeschickt. Geschickt. Ach ja, haben uns angefunkt und erwähnt, dass jemand vorbeikommen würde. Seltsam, dass sie einen Zivilisten statt eines Soldaten geschickt haben. Was ist das für ein Ort? Ranger Station Alpha. Ranger Linehome hat hier das Kommando. Das war's. Auf Wiedersehen. Vorsicht da draußen. Okay, die letzten 2-3 Minuten will ich jetzt noch mal ein paar Lake Lurks snipsen. Einfach nur, weil ich es kann. Steht da? The NCR needs you strong. Do not eat irradiated food. Talk to your NCR medical officer about how you can recognize and avoid dangerous and toxic food. Hey. Gut. Wollen wir mal schauen, wie wir sie am besten snipen können. So an jeden Fall. So
ihn hat es irgendwie kaum interessiert, dass er eine Kugel bekommen hat. Dafür umso mehr. Und alle erledigt. Wir haben ordentlich Erfahrung bekommen. Pro, glaube ich, 50. Pro Kill. Das ist so etwas. Kann man nehmen. Sehe ich hier irgendwo noch einen laufen? Nee, da sehe ich auch keinen laufen. Waren das alle? Waren noch niemals alle vier Stück. Anscheinend waren das alle. Naja. So, das war's dann von dieser Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, wie auch alle meine anderen hoffentlich. Ja, ihr seht hier noch meine anderen Projekte, Darksiders, Dead Space. Und des Weiteren wünsche ich euch eigentlich nur noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Also, bis dann.